50 Tage ist es her, seit Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Seitdem sind seine Jünger und Jüngerinnen zusammen in Jerusalem geblieben. Sie warten. Und sie träumen davon, was werden könnte, wenn endlich Gottes Geistkraft zu ihnen käme, so wie Jesus es ihnen versprochen hat. Sie warten. Und sie beten und sie singen und loben Gott. Doch allmählich wird es ihnen zu eng im Haus. Etwas muss doch passieren. Wie lange sollen wir denn noch warten? Doch sie gehen nicht hinaus. Selbst zum jüdischen Wochenfest, eine Art Erntedank, gehen sie nicht raus und feiern. Was hält sie zurück? Haben sie Angst? Angst, weil beim letzten großen Fest, dem Passafest, ihr Freund Jesus gefangen genommen wurde und dann gestorben ist? Doch plötzlich geschieht doch etwas. Ein heftiges Brausen, wie von einem starken Sturm, fegt durch die Enge des Hauses und über ihren Köpfen erscheinen kleine Feuerzungen. Aber nicht nur vor ihren Augen, sondern in ihren Herzen tut sich auch etwas. Und die Jünger und Jüngerinnen beginnen, begeistert von Jesus zu erzählen, von seiner Kraft und Liebe und von allem, was sie mit ihm Wunderbares erlebt haben. Und darüber vergessen sie ihre Angst und sie gehen hinaus. Sie können gar nicht anders. Und draußen auf den Straßen und Plätzen der Stadt fangen sie an zu erzählen von Gottes Liebe, wie sie sie in Jesus gesehen haben, und von Gottes Kraft. Und die Menschen drumherum, sie verstehen, was sie sagen. Egal aus welchem Land die Menschen stammen, egal welche Sprache sie sprechen, sie verstehen, was die Jüngerinnen und Jünger sagen. Und manche fragen, wie kann das sein? Und andere fragen, was ist dran an dem, was diese Menschen erzählen? Und wieder andere spotten nur und lachen, ach die sind doch betrunken. Da tritt Petrus zu ihnen und er sagt, nein, die sind nicht betrunken, die sind begeistert, die sind erfüllt und beseelt von Gottes Geistkraft, genau wie Jesus es uns versprochen hat. Und Petrus beginnt, ihnen die frohe Botschaft von Gottes Liebe zu erklären, die sie in Jesus entdeckt haben. Die frohe Botschaft von Gottes Liebe, die viel stärker ist als alles, was zerstören will oder töten will. Und viele Menschen fragen, was können wir tun? Wir wollen auch so begeistert sein von Gott. Da sagt Petrus nur, krempelt euer Leben um. Gebt eurem Leben eine neue Richtung. Und lasst euch taufen. Zeigt, dass ihr zu Jesus gehört. Und so wird euch Gott begeistern. Euch und eure Kinder und alle, die zu euch gehören. Und so kommt es, dass an jenem Tag sich mehr als 3000 Menschen taufen lassen. Bei seinem Abschied hat Jesus seinen Freunden gesagt, geht hinaus in die Welt, damit alle Menschen von meiner Liebe erfahren, damit sie sich taufen lassen und von Gott begeistert werden. Und so fing an, was wir heute die christliche Kirche nennen. Und das Fest, mit dem wir jedes Jahr an diesen Anfang erinnern, nennen wir Pfingsten. Das ist aus der griechischen Sprache und bedeutet 50. Pfingsten, das ist 50 Tage nach Ostern. Ich wünsche dir und euch ein begeistertes Pfingstfest.